Ralf. 31,9 die erste. Stopp. Und bitte! Jetzt haben wir keinen Anschluss. Stopp. Abgebrochen! Drehen! Ja. Vorne! Und den Blicken. Läuft. 31,9 die zweite. Stopp. Und Seppi, bitte? Geh, Max, lass das sein. Das macht später der Toni. Hä? Ja, jetzt warm. Ja, oder pass auf. Oder du lassen. Zeit runter. So, ja. Jetzt haben wir probiert. Du musst weiter nach rechts schwenken. Ah, so ist das. Ja. Du bist nicht größer. Ah, jetzt siehst du, nein, der Feine da ist da, nein, aber das andere Bild da, ja, ja. Jetzt machen wir nochmal Seppi. Ja, ist doch gut. Ja, 4 die zweite. Okay. Und bitte. Danke auch. 35,3 die zweite. Klar. Und bitte. Was ist los? Sind wir aufgeflogen? Also, du hast doch der Weiblichkeit nie abgeneigt und verfügst ja auch über einen ausgiebigen Erfahrungsschatz. Was musst du wissen? Erklär mir das aber mit der Liebe. Was genau? Also, angenommen, wenn jetzt einer sich schon verliebt hat, wann verliebt sich denn doch die andere? Also, von welchem Zeitraum rede bitte da so genau? Wieso hast du dich verliebt? Ja, ein Freund. Aha, ein Freund. Schaut doch gut aus, der Freund. Ja, freilich. Gesund in vorne wie Presse hat er. Recht lang ist er auch, fast schon sportlich. Wie ist er gekleidet? Fisch. Fisch? Sehr Fisch. Elegant, schwarz, erträgt. Kann das so bleiben oder muss er doch was finden? Wie heißt er denn? Ja. Der Freund? Beppo. Beppo. Jetzt passt er mal auf, Beppo. Dann läuft 15,6 die erste. Thank you.
jeden Punkt des Semesters. Er will was machen. Nichts Gleiches. Ja, wir haben das erste Frage. Schnick. Ich habe keine Frage, ob die Nase zieht. Das machen wir zuerst. Das machen wir zuerst und jetzt klopft er da drauf. Ja, dann bist du zuerst. Dann beißt du es ja nicht der Nase. Sinsinmann, Knochensammler. Der Tod hat viele Namen. In Bayern nennt man mich den Borndelgraber. Ich muss die Seelen, deren Zeit abgelaufen ist, in den Himmel, aber auch in die Hölle bringen. Aber keine Angst, liebes Publikum, Sie haben im Moment nichts zu befürchten. Ich habe nämlich meinen Dienst quittiert und das aus folgendem Grund. Dem kleinen Maxl war es eigentlich aufgesetzt. Was willst du von uns? Wir schleißen immer ums Haus rum. Weil ich mich aber in seine Mama verliebt habe, habe ich anstelle von Maxl diesen Halotri in den Himmel gebracht. Ich war immer ehrlich und rechtschaffen. Dein besten Freund jetzt bei der Schlange. Und was kann ich dafür, wenn der Depp mir direkt in Faust reinläuft? Weil mich die Gefi aber nicht sehen kann. Mir brisiert's, ich liebe sie. Maxl, warst du das? Und der Toni die Gefi auch heiraten will. Was willst du denn von der Gefi? Habe ich mich mit ihm eingelassen. Der Teufel. Der Borndelkramer höchstpersönlich. Und jetzt haben wir einen riesigen Verhau. Bingo. Seitdem du da bist, stirbt keiner mehr. Wenn das so weitergeht, dann bricht da alles zusammen. Die ganze Schöpfung. Also auf die faule Ausrede bin ich jetzt aber gespannt. Du hast uns den Schmarrn eingebracht, also löffelst du da selber wieder aus. Sag mal, willst du mich erpressen? Ja. Wieso hast du mich? Ich lüge immer. Das ist mein Job. Ich lüge sogar, wenn ich die Wahrheit sage. Der hat doch allein nicht den Hauch einer Chance gegen den Teufel. Ja, warte mal, bis der Herrgott wieder da ist.